Du kannst das da aufwerten. Einmal grüße da das da. Ja, das kriege ich ja gar nicht hin. Acht Dinge, acht Geld kriege ich nicht zusammen. Ja, deswegen braucht man nämlich Macht. Ich habe da einmal eine Frage, ne? Ja. Was ist denn das, was ich da kriege, wenn ich das hin? Da kannst du schon mit drei Gebäuden eine Stadt gründen. Das ist ja. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon mindestens. Ich hätte ja nicht mal früher gesagt können. Vier Mann habe ich dir schon gesagt. Ja, das habe ich noch nie verstanden, aber da brauche ich ja trotzdem noch die sieben Macht. Ja. Ja, was mache ich jetzt? Handelshaus oder Standardgebäude? Ja, ich würde jetzt erstmal, obwohl der Julian wird sehr gefährlich, muss man gucken, mit drei wahrscheinlich nicht. Oh, ich würde ihn dann passt der Spaß. Du kannst. Ja. Es wäre halt schon gut, wenn du sowas gebaut hast, ne? Weil du hast ja hier auch. Ich komme ja innen dann mal Geld. Jetzt ja, dann bauen eine Höhle. Oder wie kriege ich die Dinger da verliehen? Ja, die, wenn du hier sowas baust. Ja, da komme ich nicht hin. Ja, um an die zu kommen, musst du erstmal so ein Handelshaus noch gebaut. Ja, genau. Also gut, ich nehme die drei und die zwei Arbeiter und dann kriegst du ein Handelshaus. Oder machst du jetzt ein Handelshaus oder? Ich mach so ein Handelshaus. Gut. Jetzt kriege ich 1, 2, 3, 4 Macht, oder? 4 Macht und müsstest 3 2 zurück. 4. Oder? 3. Warum? Wenn bei 4 Macht kriegst, musst du 3 zurück, immer 1 weniger. Ah, okay, dann. 1, dann machen wir das trotzdem. 3, 4. Alter, was? Ja. Litten Zeche. Bitte nicht. So. Ja, Hans. Du bist doch nicht. Ich bin das schon gut. Ich baue so statt den du könntest auch jetzt da das Heiligtum bauen, ne? Dann hast du hier 6. Das Heiligtum, ja, was bringt mir das Heiligtum? Dann hättest du da 6 und 4 drin, dann nimmst du dir das und dann hast du eine Stadt. Mit dem Heiligtum, da muss ich mir dann das nehmen. Ja. Du, ja. Ah, okay, dann mache ich das jetzt mal. 2, 4, 5, 6. Die lege ich gleich dahin. So, das ist Heiligtum-Gedöns, ne? Und da kommt halt das dafür irgendwie. Ja. Ist ja nicht so sinnvoll. Weil ich trotzdem ein Priester. Ja. Und jetzt krieg ich 3 Macht. Ah, das hast du nur deswegen gemacht. Nee, ja, vielleicht. Also jetzt wollte jetzt ich. Jetzt habe ich aber Stadt, ne? Nee, das wollte ich jetzt. Wenn du das dafür nimmst, hast du Stadt, ja. Nee, da gibt's keine Alternativen. Dann krieg ich bei Rot nämlich auch noch Stadt 2 Nacht. Ja, kannst du ja machen. Jetzt habe ich eine Stadt. Was habe ich von der Stadt? Von der Stadt erstmal kriegst du da Siegpunkte und du kriegst hier ja die Boni. Also. So, also ich habe Stadt. Jetzt darf ich da jetzt schon mal 2 auf. Ja. 1, 2. Und was krieg ich jetzt noch? Jetzt kannst du hier so ein Stadtblättchen nehmen. Mhm, was macht man damit? Hier, ja, da kriegst du einmal immer Siegpunkte, ne? Und einmal das, was einmal den Schlüssel, damit du in einen Zehner reinkommst, hier kriegst du sogar 2 Schlüssel. Damit du in 2 reinkommst und einmal dann diese Sachen, die unten drunter steht. Hier kannst du zum Beispiel 2 in jedem Kult aufsteigen. Hier kannst du einfach so dein Schiff 1 weiter verbessern. Da kriegst du mal 6 Geld einfach. Wann kriegst du das immer selbst einmalig? Jetzt sofort. Einmalig. Einmalig, ja. Okay. Ja, okay, das ist interessant. Und du kriegst jetzt sogar hier 5 Punkte, weil du Stadt gegründet hast in der Runde. Da nochmal 5 Punkte, weil es deine Spezialfähigkeit ist. Ja, ja. Und jetzt nochmal die Punkte, die dann da draufstehen. Damit würde ich so ein Ding kriegen. Das bringt mir aber 4. Das bringt mir nur 7. Ich nehme das mit den 2 Arbeitern, weil Arbeiter immer gut sind, ne? Du kannst ja auch das. Ey, das sind ja unten drunter noch andere. Und das ist dasselbe. Ja. Wenn du das Macht nimmst, dann kannst du dir auch Arbeiter beschaffen, ne? Das wäre ja viel sinnvoller eigentlich. Kriegst halt weniger. Kriegst halt. Scheiß auf die Siegpunkte. Dann nehme ich das. Ne, das musst du jetzt, das legt man normalerweise, glaube ich, da drunter. Und das hier. Was willst du denn drauflegen, dann sieht man das wenig? Nein. Kannst du auch oben drauflegen. So, dann nehme ich mir, ich krieg jetzt, wie viel Macht? 8. 8. Und jetzt kriegst du nochmal 6 Siegpunkte. Und er muss zurück wegen der Macht. Nee, nur wenn er die vom Gegner kriegt. Wenn gebaut wird, dann muss er zurück. Wenn er es so kriegt, ich meine, wenn du jetzt, da musst du auch dann zurück. Ja, okay. Also ich mach mal wieder einen Schnellzug.
Ich geb, also ich muss mal einmal einfach. Weg. Ich gebe hier 3 aus. Ja. Viel Geld. Bau dafür das Haus in ein Handelshaus um. Gründe somit eine Stadt. Ja. Kriegt deshalb die 50 Punkte. Und der Jan kriegt erstmal 2 Macht, wenn er möchte. Und muss halt dafür 1 zurück. Also von 31 auf 1 abgeben oder 1 zurück? Nein, du kriegst hier 1 zurück und gibst 2. Ja. Nee, nicht so. Mit dem. Ja, wieder unten, wieder O. Ja. So, das war jetzt alles, was ich in dem Zug mache. Nein, du kriegst jetzt noch die Stadt. Die Stadt kriege ich noch 3, aber genau. Wegen meinen Stadtfähigkeit. Und als Stadtblättchen nehme ich das da. Okay. 2 Schlüssel. Und steigt damit in dem Kult 2 auf. In jedem, ne? Das. In jedem. Ja. Sollte man? Kriegen, ja. Warte mal, du kriegst jetzt erstmal hier 2, da kriegst du 3, 4, 5. Ich hab nur noch einen. Mann. Dann würde ich das vielleicht nicht mehr. Oder, warte mal, du machst es in der späteren Runde, die Stadt zu gründen und gibst jetzt das aus. Ja. Dann gebe ich es jetzt aus. Also, warte, machen wir jetzt mal alles zurück. Dann gehe ich wieder die. Und hier 2. Und dann gründe ich die Stadt erst später und gehe auch da wieder zurück, weil ich ja die Spalte jetzt nicht wollte. Dann gebe ich jetzt diese Stadt, das Ganze. Warte mal, das müssen wir noch zurück machen. Hast du das hier? Das hast du. Achso, dass ich die jetzt gegründet habe, war jetzt da. Ja. So, und Jan, du musst jetzt 2 wieder zurück machen und 1 vor. Nein, jetzt rückgängig gemacht. Ja, alles rückgängig. Jetzt gebe ich hier, sagen wir mal, 6 Macht aus. Ja. Oder wenn ich, 6 Macht als 1, 2, 3, 4, 5, 6 Macht. Hm, dann kannst du jetzt, das ist nur für 6, ne? Reicht das jetzt auf Fahrplatz? Ja, da legt man das jetzt da drauf und die Schaufeln haben es jetzt los. Ich hätte vorher überlegt, für was die Schaufeln benutzt. Ja, vielleicht für hier drüben, ne? Da musst du auch, könntest du ja auch was bauen. Hier brauche ich 2. Ich kann nicht auch noch die 3 Macht ausgeben, mir so ein Ding darüber bauen oder hier umbauen? Nee, das geht nicht. Dann gebe ich die wieder zurück, ja. Gebe nur 3 Macht aus. Und wollte. Dir ist bewusst, dass wenn du jetzt eine Brücke baust, dass die Stadt zusammenhängt, ne? Und du keine neue Stadt anfangen kannst. Okay, das ist schlecht. Ja. Dann mache ich jetzt da doch das mit den 8. Okay. Und mit den 6? Du musst nur 6 abgeben? Nur 6. Ah ja, stimmt. Ja. 1, 2, 3, ja. Und mach grab dann dafür hier so ein komplettes Bild um, oder? Ja. Was ist das billigste? Wüste oder Stein? Also hier kann ich nur das umbauen. Ja. Und darauf ein Haus zu bauen, dauert jetzt noch, weil ich vor allem kein Geld habe. Ja. Gut, dann bin ich dran. Jetzt müsst ihr mal überlegen, was ich mache. Was du mach. Schlecht. Mein Geld für das Haus habe ich noch nicht wieder bekommen. Ich habe gar kein Geld. Aber ich dann kriegst du das Geld. Ich kann jetzt noch aufhören. Ich habe ja wieder kein Priester, weil ich so dumm bin. 2, 3. Steffen? Ja. Heißt das, ich kann, wenn ich einen Priester ablege, ich kriege 5 Macht oder was? Nein, nee, wenn du Macht. Ich kann die Ei tauschen. Du, wenn du da 5 drin hast, kannst du für 5 Macht. Ach so, ja. Dominik, ich gebe dir jetzt einfach mal Macht, okay? Für was? Ja, es kostet nichts. Weil ich neben dir gebaut habe. Ja, das ist schön. Nehme ich jetzt 5 mal ausgelassen? Nee, nur einen. Nee, gar nicht. Nicht nur einen. Also, was habe ich jetzt alles verpasst? Der Jan ist jetzt dran. Der Stadtgründer. Nein, du hast eigentlich gar nichts verpasst. Ja. Wir haben nur 10 Schritte zurück gemacht, weil der Julian wollte noch was. Nein, das war schon. Hast du denn eben jetzt schon Eichsitz gehabt? Nee, das hast du in der letzten Runde gemacht. Ah ja, okay, das ist dann wieder, das geht wieder. Okay. Dann gehe ich jetzt mal. Ja, da kriege ich ein Gold. Da nehme ich das doch. Die 3 nach oben. Warum kriegst du Gold? Achso, nee, das ist nicht das. Nein, Scheiße. Nicht überall so 5 Gold. Ich hab das nicht eingelegt. Dann nehme ich mal Gold. Nein, das ist nett.
Ja, genau. War zwar bis jetzt noch nicht. Du könntest so, zum Beispiel da jetzt ein Haus drauf bauen. Dann kriegst du dann nichts und Geld. Du kannst, hier steht es auch, ein Arbeiter in ein Geld umtauschen. Ja, stimmt, ich kann ja. Ach, das geht's auch so! Okay, ja, dann mache ich das doch. Ja, dann musst du mir jetzt aber zwei Arbeiter geben. Also noch einen Arbeiter. Nicht ein Arbeiter kriege ich doch jetzt ein Gold. Ja. Und kann dann noch für ein Gold. Ich denke, du bezahlst schon. Du hättest mir jetzt zwei Arbeiter geben können und das Geld abgeben, dann hättest du dir das. Ja. So, hier zurück. Das. Hä? So passt jetzt. Du hast mir jetzt zwei Arbeiter gegeben und ein Geld. Zwei Arbeiter und ein Geld ist auch gleich ein Arbeiter, ja, und zwei Geld. Jetzt habe ich dir noch. So, und jetzt. Zwei oder drei geben. Ja, zwei. Zwei, du hast mir jetzt zwei. Okay, wir machen alles nochmal zurück. Nee, ich habe jetzt gerade. Wie viel hatte ich davor? Warte mal. So war das Ausgang. So war das? Ja. Ja, jetzt habe ich dir einen gegeben für dein Gold. Habe ich das gekriegt? Nein, das Geld, das kannst du ja gleich drin lassen. Das ja, ich kann es eigentlich drin lassen. Ja, dann machst du. Aber nur damit ich. Jetzt weißt du Bescheid. Ja, gut. Ja, und dann gibst du mir jetzt. Genau. Und dann sind wir jetzt so weit wie vorhin. Und ja, jetzt darfst du den Haus da hinstellen. Weil du hast ja jetzt gerade ein Haus gebaut. Ja. So, und jetzt kriegst du Macht. Eins. Wahnsinn. Und du hast jetzt sogar jetzt schon eine Stadt, weil du das Level hast. Na also. Und dann darfst du dir jetzt. Erstmal kriegst du jetzt 5 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4, 5. Also. Weil du in der Runde das gegründet hast. Und du darfst jetzt hier ein Blättchen aussuchen. Das, oder? Ja. Ist egal welches. Ja, du darfst alle aussuchen. Und ich krieg da jetzt dann alles, was da draufsteht, oder? Nein. Doch. Sofort kriegst du das sogar. Ja, dass ich da wieder was einsetzen muss dafür. Nee, passt schon. Okay, dann nehme ich jetzt. Oh, was brauche ich noch? Das ist noch Arbeiter und Geld vor allem. Dann nehme ich mir mal Geld erstmal. Ja, und das lässt du jetzt da. Gut. Jetzt kriegst du nochmal 50 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Und hast 6 Geld hast du genommen? Ja. Was? Also das ist jetzt da nicht dran. Mal Frage, ne? Ja. Da steht ja, wenn man 4 hat, kriegt man eine Schaufel. Wenn ich jetzt bei Braun theoretisch nur 4 kommen würde und der trotzdem höher ist, kriegt man dann weiter oder ja, davor? Ja, kriegt er beide. Okay, dann kriegt man dazu. Und du müsstest mal Macht ausgeben, weil wenn du Macht irgendwann bekommst, dann kannst du bald immer aufnehmen, ne? Nee, das ist jetzt echt scheiße. Dann kaum. Was kann ich denn? Ich hatte da einen. Du kannst hier jetzt nochmal eine Machtaktion machen. Ja, das wollte ich ja machen. Ich würde dich für eine Schaufel kaufen. Oh, ja, mach. Oder so arbeite. Aber das wird zwar eine Schaufel besser. Weil für Problem ist nur, dass ich viel Geld mehr habe. Ja, das habe ich dir ja erfolgreich weggeschleppt. In der ersten Runde. Weil ich hier das hier bin. Ah, das ist dein Abschluss. Ah. Dann nehme ich jetzt mal. Ich brauche jetzt auch die Arbeiter, wenn ich die Geld habe. Kaufe ich jetzt auch so ein Priester. Ja, der ist bei dir und der kann. Kannst du noch weiter? Nee, kannst du nicht. Nee, nee. Also eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel hier umbauen würde. Ja. Oder hier ein Haus hinsetze, ja. Wie kriege ich das hin? Indem du hier eins vorrückst und das kriegst du nur hin und denkst, das ist bezahlt. Okay, will ich aber gar nicht. Ja. Du wolltest doch jetzt eine Stadt gründen. Ja, mit drei Dingen und zwei Geld. Mit drei Arbeitern und zwei Dünetaler. Hier gründe ich eine Stadt. Nämlich das da. Das da. Ah, okay. Nämlich der Jan. Nur zwei Macht. Zwei Macht. Wenn du einen einzig Fuß vergisst. Das machst du eigentlich nur, oder? Nur meinetwegen. Ja. Und dann gehe ich noch diese 5 davor, die ich machen darf. Ja, weil du eine Stadt gegründet hast. Krieg noch 3 Arbeiter wegen meiner Sonderfähigkeit. Ja. Und hol mir mal hier irgendeinen, aber ich habe schon überlegt, dass ein Abriss viel schlauer wäre. Und zwar nehme ich das mit 6 Gold und 5 Siegpunkten. Ja.
hier 6 Punkte. Wie ist das mit der Brücke? Einfach riemig und dann ist da eine Runde rum, oder? Nee, Brücke, das ist hier. Ach, hier! Nochmal 5 Siegpunkte, bin ich bei 41. Ja. Ich leg das hier auf meinen Stand. Und auf den Schlüssel. Genau. Jetzt bin ich dran. Krieg ich noch Macht dafür, dass ich die Stadt gemacht habe? Nein. Macht er, dass du Dester dann nutzt. Das brauche ich gar nicht. Ich will doch gar keine Macht, Alter. Scheiße, kann ich ja gar keine Macht benutzen. Du kannst einfach keine. Ja, warte mal, du hattest ja vorhin, hast du das benutzt, gemacht, ne? Ja, Dominik. Stimmt, habe ich. Okay, mach. Ja, aber jetzt langsam alles aus. Mir ist das gerade echt blöd. Ich baue. Kriegst du an Macht damit? Ich krieg Macht, das ist immer gut. Ich nicht. Ach, so scheiße. Ich bin ja schwarz. Ne? Ist das die größte zusammenhängende Stadt oder ist das okay? So, an Fläche oder an Macht? An Fläche. Ah, die kommt an der Fläche, das geht jetzt gut. Zusammenhängend sei doch über die Flüsse. Ja, wenn, aber nur wenn du das hier ausgebaut hast. Ja. Nicht, wenn man eine Brücke drauflegt? Wenn du eine Brücke drauflegst, dann auch, aber dann ist direkt benachbart und dann ist es eine Stadt. Ja, das meine ich ja. Ja. Sonst mit Schiffen zählst dann als eine flächenmäßige Stadt, wenn du es komplett ausgebaut hast. Und keine Brücke da ist. Du könntest zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Schiff habe, kann ich da dann jetzt noch ein Haus hinbauen und da und dann ist es zusammenhängend. Und zählt als zwei Städte, wenn ich beides zu Städte mache. Ja. Okay, das ist gut. Ich darf mir jetzt da eins aussuchen. Was nehme ich da? Ich nehme noch eine Schaufel zusammenkriege. Gehe eins auf. Und dann bist du dran. Ja, ich würde gerne dieses 7 von 3 abzugeben. Du kannst sowieso nicht, weil in der ersten schon noch eins ist. Ah! Verkackt. Verkackt. Verkackt, ja. Jetzt ist ich dann immer. Da kann ich noch eins hoch. Ich kann mir quasi nichts kaufen. Ja. Ich muss ja komplett. Nichts immer. Ja. Du kannst jetzt noch die Aktion da machen, entweder. Du bräuchtest ja jetzt, um eine Neustadt anzufangen, was ja dein Ziel wäre, denke ich. Ich würde dann da auf. Ja, genau, da bräuchtest du ja einen Fluss, also müsstest du das machen. Ja, gut. Ist es ja okay, bis ich dann noch die eine Macht zum Krieg ganz neu gewicht. Ja gut. Eins, wieder da. Und dann kriege ich mein Schiff. Darf ich da jetzt zu den Augen? Ja, nimm. Ich glaube es noch gar nicht erst am Ende, aber machen wir es einfach so. Okay, ja. Und dann bin ich fertig. Oder kann ich jetzt irgendwas anderes? Nee. Kann ich so einen Priester zweimal auf in eine Farbe stellen? Ja, kannst du, aber du darfst halt das immer nur in einer Runde machen. Also du darfst jetzt einen einsetzen und wenn du wieder dran bist, dann bist du wieder ein. Okay. Oh Gott.